Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crash Landings. Ja, willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und wir waren gerade dabei, hier so ein wenig den Atomis Activator noch aufzubauen, damit wir jetzt automatisiert unsere Sachen bekommen. Und das werde ich jetzt gleich einmal kurz machen. Ich werde noch hier versuchen, den Baum ein wenig voranzutreiben. Schwupps, das hat schon mal geklappt. Perfekt. Dann gehen wir jetzt kurz runter und werden hier mal ganz kurz das Eisen uns holen und schnell natürlich wieder rauf, weil wir wollen ja nicht unbedingt überhitzen. So, mit dem Holz, was wir hier kriegen, beziehungsweise mit dem Eisen, was wir hier haben, brauchen wir zum einen uns eine neue Schere gleich. Schon mal. Schwupps. 6 müsste reichen. Wir brauchen bloß 5. Das passt. Das heißt, ich kann mal ganz kurz hier eben den Baum komplett einmal abholzen. So, bis dahin dürfen wir. Alles andere muss erstmal stehen bleiben. Ups, da nicht unbedingt runterfallen. Ja, wir brauchen das Holz, um eine weitere Kiste zu bauen, für einen weiteren Hopper. Der Hopper ist sozusagen dafür da, dass die ganzen Sachen, die gleich mit dem Atomis Activator sozusagen gesieft werden, automatisch, dass die auch perfekt dann in der Kiste landen, die wir dafür wiederum bauen. Das heißt also, wir brauchen 2 Kisten für, na komm. Falle runter. Hä, wo schweben die bitte? Wo schweben die beiden? Dann gehen wir ganz kurz eben hier. Hier ist irgendwas noch. Ah, okay, hier. Irgendwie backt da gerade wohl scheinbar ein Blatt. Und dadurch fallen die jetzt hier immer hoch und runter. Ihr habt es gerade gemerkt, da habe ich irgendwo, hier müsste es irgendwo sein. Ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Egal, so, 2, 4, das heißt, darüber können wir uns 2 Kisten bauen. Sehr schön, eine Kiste verwandeln wir in einen Hopper. Ungefähr so. Und dann brauchen wir noch einmal kurz unseren Eimer, den wir hier haben. Und das Schöne ist, wir haben jetzt auch wieder einiges hier an Sachen bekommen. Das heißt, einmal hier ein Eimerchen Wasser rausnehmen und dann noch ein paar Gläser Wasser rausnehmen. Und was wir jetzt machen können, ist ganz einfach hier wieder auffüllen. Perfekt. Nice. Was zu brennen haben wir gerade nicht drin. Sehr schön. Dann gehen wir einmal hier kurz bei, nehmen das hier einmal raus und dann haben wir den Hopperhammer. Wir haben die Kiste, wo wir das Ganze reintun können. Wir brauchen wie folgt, die Stairs nehme ich nochmal ganz kurz mit, den Atomis Activator. Das ist schon mal perfekt. Und dann werden wir es wie folgt einrichten. Ich habe es hier noch ein bisschen anders vorgestellt. Müssen wir ganz kurz eben gucken, wo habe ich denn jetzt meine Spitzhacke? Da. Das werde ich noch ein bisschen anders bauen. Ah ja, genau, was ich noch wissen wollte ist, also da kommt Wasser hin, da kommt der Sieve, das heißt, ich brauche den hier. Und, nice, der erzeugt keine Hitze. Das war noch so ein bisschen mein Bedenken, dass der hier auch Hitze erzeugt, aber nein, das tut er nicht. Sehr schön, das heißt, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen drum zu machen. Den können wir da ruhig stehen lassen. Das heißt, da kommt der Sieve hin und dann kommt da im Prinzip der Hopper hin und da kommt die Chest hin. So, dann einmal bitte die Chest hier so hingestellt, den Hopper genommen und den da hingelegt. Und jetzt brauchen wir noch irgendwas zum Abgrenzen, also sprich, dass das Wasser, was wir jetzt von hier aus hier rüber schicken, hier nicht auch über die Kiste fließt, da wir das ja nicht 8 lang machen. Und was man da am besten nehmen kann, ohne die Kiste sozusagen da zu beeinflussen, ist ganz einfach, man nimmt eine Slab. Und das hält das Wasser sozusagen dann dementsprechend auch auf. Stört mich so ein bisschen, dass hier die ganze Zeit die Blätter runterfliegen, obwohl jetzt scheinen sie, scheinen weg zu sein. Perfekt. Perfekt, perfekt. So, jetzt gehen wir nochmal kurz, das machen wir hier nochmal eben schön. Und hier nehmen wir dann die Stairs, die wir haben, und die setzen wir so hin, dass wir da nicht mehr hochkommen. Nein, die setzen wir natürlich so hin, dass wir hier hoch und runter laufen können, um an die Kiste zu kommen. Okay, hier müssen wir noch Folgendes einstellen. Aim low, das heißt also ein tiefer soll er das Ganze machen. Ansonsten würde er es natürlich auf derselben Ebene machen. Man könnte natürlich auch sagen, aim high, dann würde er die Maschine über einen, beziehungsweise die Sache nehmen.
Wir wollen aber, dass er da unten arbeitet. Das heißt also, wir machen hier Aim Low. Sortieren hier einmal ganz kurz, fein, brav. Nehmen alles Mögliche an Dust mit, was wir haben. Legen das hier rein. Und machen das Ganze dann auch nochmal mit einem zweiten Satz. Und werden den hier auch reintun. Und jetzt ist er sozusagen voll. Das heißt, sprich, er schmeißt das Ganze schon mal hier raus. Und was wir jetzt nur noch machen müssen, ist hier einen Eimer Wasser nehmen. Und dann dürfte das, ja, sehr schön, dürfte das hier alles reinfließen. Und wenn die Kiste zu voll wird, dann werden wir ganz einfach die Kiste updaten, denke ich mal. Aber so sieht es doch schon mal sehr, sehr gut aus. Perfekt. Dann können wir jetzt wieder anfangen und einen Setzling zum Beispiel hier wieder hinsetzen. Und das nächste in Angriff nehmen. Ich habe überguckt, ob wir uns einen Pulverizer oder so bauen, aber ist noch nicht so ganz so das, was wir momentan an Ressourcen haben. Denn es wird nachher noch eine Quest geben, wo wir hier ja solche Sachen herstellen müssen und so. Und die können wir leider momentan... Oh Mann, jetzt habe ich die letzte Munition auch noch verschossen. Dann können wir die eigentlich im Prinzip ja auch rauslegen. Ja, davon haben wir momentan noch nicht so viel. So, Quest completed. Welche ist denn noch completed? Ach, okay, ja stimmt, die konnten wir beim letzten Mal nicht rausnehmen. Dann mache ich das jetzt mal eben kurz. Nehme mal eben die Sachen hier raus und lege das da rein. So, Sand haben wir auch noch ein bisschen. Aber das Schöne ist ganz einfach jetzt, dass es automatisch sortiert wird. Das ist sehr, sehr genial. So, ich kann mal ganz kurz hier das Camel Pack theoretisch mal wieder komplett auffüllen. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt, was können wir als nächstes machen? Wir können als nächstes, habe ich mir überlegt, könnte man theoretisch das so machen, dass wir das Wasser von da unten nach hier oben holen. Ich denke, das ist keine so verkehrte Idee. Und dafür nutzen wir Thermal Expansion. Und zwar, wo haben wir sie denn? Flurducts, da haben wir sie. Das sind aber die guten, die brauchen wir nicht. Wir nehmen hier die ganz einfachen, da brauchen wir ein bisschen Copper für. Und ein wenig Lead. Und ich denke, mit 12 sind wir da eigentlich sehr gut dabei. Stimmt, dann können wir das theoretisch auch an dieser Seite hier hochlaufen lassen. Und setzen wir hier sozusagen dann den Wassertank hin. Yep, das ist eine gute Idee. So machen wir's. Das heißt, ich brauche 16 Kupfer und 2 Lead. Das heißt 8 Lead. Nee. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Da kriege ich 4 raus. Ja, genau. Und da kriege ich 2 raus. Das sollte mir ja genau 12 dann geben. Wunderbar. Das machen wir dann also so. Da 4. Davon 2. Und theoretisch einschmelzen. Kohle habe ich jetzt nicht mehr, ne? Naja, haben wir jetzt nicht mehr. Dann heißt das, wir machen das wie folgt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Genau, so machen wir das. Was hast du jetzt für eine Idee? Natürlich eine ganz klar, ganz logische Idee. Wir verbrennen einen Holzstamm, machen daraus Kohle. Das dauert natürlich einen kleinen Augenblick. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Reicht das mit einem? Ja, dürfte eigentlich. Und dann werden wir mit der Kohle einmal die 4 einschmelzen. Dann gehe ich erstmal wieder ein Stück hoch. Das dauert natürlich einen kleinen Augenblick. Und dann werde ich schnell wieder runtergehen und dann die anderen 2 noch einbrennen. So, ups, das können wir wieder essen. Da haben wir momentan nur 1 von gegessen in den letzten 24 Mahlzeit. Das heißt, davon essen wir dann jetzt auch mal wieder eine. Schnell mal gucken, wie weit ist er jetzt? 2. So, und dann brauche ich noch unbedingt gleich einen Eimer Wasser. Den kippe ich hier mal hin. Dann muss ich mir ein bisschen Stein gleich machen. So, und dann können wir das hier mal, wenn wir sowieso schon hier sind, kann ich mal ganz kurz das so machen. Wunderbar. Und dann dürfte unser kleiner Cobblestone Generator eigentlich fertig sein. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel Cobblestone, aber ich mache mir mal schon mal ein bisschen was. Wir kriegen nicht jedes, aber ein bisschen was kriegen wir. Problem an so einem Cobblestone Generator natürlich, man hitzt ziemlich schnell auf und jetzt muss ich hier langsam wieder weg,
weil sonst ist mir dann doch zu heiß. Zu heiß, zu heiß, zu heiß. Sonst schwitzen wir auch viel zu viel. Kann man eigentlich eher in der Nacht bloß machen, weil dann ist es hier oben nämlich ziemlich kühl. Und wenn man dann aufgehitzt ist, wird man ziemlich schnell wieder kalt. So, theoretisch kann man eigentlich, glaube ich, auch ins Wasser springen und sich da ein bisschen durch abkühlen, aber ah doch, ein bisschen hilft's, ein bisschen hilft's. So, wie folgt, wir wollen uns Flurdachs machen, dann müssen wir gleich nochmal wieder runter. Boah, in die Hitze, meine Güte, meine Güte. Aber so nützt das ja nix. Und dafür brauche ich noch wie folgt, einmal einen Stick mit einem Cobblestone, um mir einen Lever zu machen. Damit der das Ganze da unten auch funktioniert, dann brauche ich meinen Crescent Hammer. Und dann brauche ich wie folgt 12 von diesen Teilen. So, ich brauche ja noch einen Tank. Aha, einen Tank brauchen wir ja auch noch. Und da hätte ich mir jetzt noch ein weiteres Copper-Ding machen müssen und dann etwas Glas. Glas. Wie kommen wir jetzt an Glas? Das ist die andere Sache. Ich habe ein bisschen Cobblestone, das heißt, darüber komme ich an Glas. Ganz einfach. 4 Cobblestone. Dann habe ich einen Hammer. Und mit diesem schönen Hammer, den wir uns mal vor einiger Zeit gemacht hat, können wir Cobblestone in Gravel verwandeln. Und das Gravel, wenn wir das wieder hinsetzen, ist eigentlich genauso wie in die Gravelian Skies. Mit einem Hammer wieder können wir in Sand verwandeln. Sehr schön. Das heißt, ich habe 4 Sand. Und ich brauche nochmal ganz kurz 1, 2, 3, 4 Copper. Dann mache ich mir jetzt mal einen Tank. Nice. Dafür brauche ich dann halt noch ein bisschen Holz, damit das eingeschmolzen wird. So, ich hoffe, dass es bald gleich wieder Nacht wird, dass ich mich wieder ein bisschen runterkühlen kann. Einmal kurz die Glasflaschen hier durchgeworfen. So, perfekt. Oh, guck mal, wie viel Wasser wir haben. Wie viel Wasser wir einfach haben. Nice. So, das Glas wird dann auch schon mal fertig. Dann kann ich wie folgt eigentlich schon mal... Boah, ist das hier einfach nur heiß. Ist das hier einfach nur heiß. Kann ich einfach mal eben kurz wie folgt die Schaufel hier nehmen. Mich hier runterarbeiten. Einen Augenblick. Kann ich da noch? Ja, da kann ich noch hin, ohne dass irgendwas passiert. Ein Augenblick. Gib mir mal ganz kurz, wo habe ich denn meine? Da habe ich meine. Das könnte jetzt auch noch problematisch werden. Ah doch, ich kann mich damit hocharbeiten. Perfekt. Und, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen wieder abkühlen hier oben. Da unten kann ich jetzt erstmal nicht wieder arbeiten. Dann haben wir das soweit fertig. Nice. Habe ich noch irgendwo ein Holz oder so rumliegen? Sieht nicht danach aus. Dann werden wir mal ganz kurz unsere Watering Can nehmen und schon mal wieder ein bisschen Holznachschub sorgen. Wow, das ging aber zügig. Perfekt. Und hier, die Tomate hier hinten will irgendwie gar nicht so wirklich groß werden, habe ich so das Gefühl. Die ist bis jetzt noch nicht mal auf 50% gewachsen. Naja, okay. Dann geben wir denen hier erstmal ein bisschen Speed, damit die hier mal wieder fertig werden. Damit wir auch bald wieder was zu essen haben, zu beißen haben. Schere. Schere haben wir. Sehr schön. Eins der wichtigsten Utensilien, die man hier in Agrarian Skies auf jeden Fall braucht. Damit man nicht verdurstet. So. Schwupps, das alles mal einmal ganz kurz eingesteckt. Und eben kurz gucken, da ist ein Setzling reingeflogen. Schmeißen wir das Salz mal mit dazu. Wunderbar, das funktioniert hier sehr, 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 sehr gut. Da können wir mal gucken, was wir jetzt hier schon haben. Also, nice. Also da kommt schon einiges beisammen. Und da werden wir auch bald die Kiste dann irgendwann upgraden müssen, beziehungsweise umtauschen müssen. Oder das Ding erstmal hier anhalten, dass der nicht weiterarbeitet. Stock habe ich noch. Mit der Seed zusammen gibt uns Seed Soup. Und die Seed Soup verhindert, dass wir verhungern werden. So, sehr schön. Glas, genau. Glas muss ich jetzt noch holen. Schwupps, einmal. Und als zweites, wo habe ich den Lever? Da habe ich den Lever. Beziehungsweise meine Wrench.
Einen Augenblick. Ah, Mann. Ah, okay, das funktioniert. Nice. So. Und geht an. Nice. Funktioniert auch. Und schnell wieder hoch. Schnell wieder hoch. Schnell wieder hoch. Da oben ist es zum Glück kühl jetzt. Das heißt, da können wir uns jetzt gut wieder abkühlen. Oh, und guckt euch an. Äpfel gibt's auch. En masse Äpfel. Nice, nice, nice. Ich habe das Glas. Nein, das Glas habe ich mitgenommen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe das Glas jetzt unten liegen lassen. Das wäre es jetzt gewesen. So, das heißt, hier habe ich den Tank. Und wenn ich den Tank jetzt hier drauf setze, tada! 8000 Milliliter passen jetzt hier in den Tank rein. Das heißt also, für 8 Flaschen haben wir jetzt sozusagen hier Platz. Ha, perfekt. Und das heißt, wenn wir jetzt Durst haben, dann gehen wir einfach bei und werden diesen Tank, können wir uns jetzt sozusagen auffüllen. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht mehr runtergehen. Und das andere Coole ist, ich werde das Ganze mit Item Ducks machen. Das heißt, hier werden wir hier eine Kiste hinsetzen mit Item Ducks. Die gehen dann runter und dann brauchen wir da unten den Hopper auch nicht mehr. Sondern wird das ganze Ding mit Item Ducks befüllt. Und dann heißt es, wir können die Blätter hier einfach reinwerfen. Und ja, da wird Wasser raus. Das heißt, wir brauchen hier nicht mehr erstmal nach unten. Nur wenn wir was einbrennen wollen mal, beziehungsweise wenn wir zum Cobblegen wollen. Aber den Cobblegen, den werde ich auch noch so weit automatisieren, dass wir da keine Schwierigkeiten mehr drüber haben. Nice, würde ich sagen, oder? Wie findet ihr es? Ich finde es genial. Das ist perfekt. So kann man das Ganze hier gebrauchen. Das ist natürlich falsch. Das darf da nicht rein. Ansonsten kriegen wir keinen Nachschub. So, wassertechnisch habe ich, glaube ich, das Problem mehr oder weniger, glaube ich, gelöst, oder? Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch wirklich dafür zu sorgen, dass wir jetzt gar nicht mehr verhungern. Und das heißt also, wir werden mal anfangen mit ein paar Setzlingen. Beziehungsweise, wir haben den Thief momentan. Wir könnten theoretisch nochmal einen neuen Thief bauen, oder? Was braucht man denn dafür? Eine ganze Menge Strings, die haben wir eigentlich, aber dadurch... Ich werde mir mal so einen Thief wieder bauen. Ganz einfach aus dem Grunde, dass ich Erde thiefen kann. So, jetzt merke ich aber gerade, ich habe kein Holz. Ist aber nicht so schwierig, denn Holz bekommt man relativ easy. So, indem man einfach mal hier seinen Baum auch abfällt. Und dem dann einfach mal wieder ein bisschen mit Wasser eben schnell wieder wachsen lässt. Oh, das geht so schnell. Super Sache. Super Sache. So, dann da zwei hin, den Thief in die Hand. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, wo haben wir denn unsere ganze Erde? Hier haben wir eine ganze Menge Erde. Ich möchte meine Farm hier noch erweitern. So, das heißt, mal die nächsten Plätze hier um den Baum einfach rum zu. Was soll's? Die werden ja trotzdem alle noch beliefert. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine ganze Menge, was wir anpflanzen können. Und ich hoffe einfach darauf, dass wir... Warte mal ganz kurz, ich werde mal 8 Stück, werde ich mir noch erstmal mal aufbewahren. Und dann werden wir mal 8 Stück sozusagen hier durchsieven. Dass wir was Vernünftiges kriegen. Reisseeds, okay. Haben wir schon, aber pflanzen wir auch zur Not ruhig nochmal wieder an. Warum nicht, wenn wir sie schon mal kriegen. So, das meiste, was wir halt kriegen, ist wahrscheinlich Stone. Spruce Seed, okay. Für einen Baum brauchen wir aber auch nicht so wirklich. Rubber Tree Seed. Was haben wir sonst noch jetzt hier gekriegt? Also wir haben Spruce Seed. Dürfte wahrscheinlich für Spruce Wood sein. Obwohl steht nicht Tree nicht daneben. Ist das ein Baum? Ja, ist ein Baum. Okay. Eine Baum Seed. Können wir nicht gebrauchen. Wir können aber auf jeden Fall die Reis Seeds sonst nochmal wieder anpflanzen. Da muss ich mir dann mal ganz kurz eben wieder eine Hoe machen. Wobei, können wir uns nicht theoretisch besser eine Hatchet bauen? Ist, glaube ich, einfacher, weil dann brauchen wir nicht immer eine einzige Hoe machen. Einen Augenblick. Muss ich mal ganz kurz gucken, was haben wir dann? Beziehungsweise Madhawk heißt die, ja? Das ist eine Schaufel mit einem Axtkopf. Ach, brauche ich ja gar nichts mehr. Schaufel und Axtkopf habe ich ja. Die darf ich ja wahrscheinlich nicht aus Steinen mehr bauen, ne? Nee, darf ich nicht. Dann baue ich die doch einfach auch aus Bone Meal. Was soll der Geiz?
Haben wir doch genug von. So, einmal das Ding. Ganz kurz hier rüberlegen. Beziehungsweise das Ding. Dann auch einmal hier rüberlegen. Madhawk. So, nee, einmal tauschen und einen Stick dazu. Dann kriegen wir hier die Madhawk. Und damit können wir dann mehr als nur einmal den Boden umgraben. So sehe ich das doch schon wesentlich besser. Und dann pflanzen wir hier noch mehr Tomaten an. Brauche ich noch mehr Tomaten? Ach komm, wisst ihr was? Wir pflanzen noch ein paar Tomaten an. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Je mehr wir halt hier haben, desto häufiger wächst eine Pflanze auch einfach mal eben. Und umso besser ist das Ganze für uns, weil je mehr wir wachsen lassen, desto besser ist es halt. Seht ihr, da haben wir schon wieder eine Tomate. Und zur Not können wir theoretisch auch dann, können wir dann auch, was wollte ich sagen? Können wir es auch wieder austauschen. Also so schlimm ist es jetzt ja nicht. Oder wir schmeißen das Ganze hier rein und machen uns daraus wieder Erde. Also das wäre auch noch eine Alternative, würde ich einfach mal behaupten. So, einen Augenblick, ob ich jetzt meine, da habe ich sie. Meine Watering. Huch. So eigentlich nicht. Meine Watering Can. Ich weiß nicht, warum der hier nicht wachsen will. Ich werde mal die Seed nochmal ganz kurz eben nehmen und nochmal neu pflanzen. Vielleicht wächst er dann ja ein wenig besser. Reisseeds ist, glaube ich, nachher auch eine Quest. Ah, guck, jetzt will er wachsen, ne? Jetzt hat er es geschafft. Jetzt kennt er das. Jetzt weiß er, was wachsen ist. Einmal kurz updaten. Und schon läuft das. Wie gesagt, Reisseeds, glaube ich, gibt es nachher auch nochmal als Quest. Aber wir können mal einfach mal reingucken. Was haben wir denn hier? Einen Wassereimer müssen wir abgeben. Ach, wisst ihr was? Das ist easy. Einfach mal hier an den Tank ran. Manual submit. Claim reward. Und dann kriegen wir noch wieder eine Wasserflasche. Hey, cool. Auch nicht schlecht. Eine Quest erledigt wieder. Wunderbar. Hier, das, ah genau, das ist die hier. Da kriegt man nämlich entweder ein Cool Water, brauchen wir nicht. Cutten, Coffee oder Tea. Ich glaube, die Tea Seeds, die würde ich ganz gerne haben. Toast natürlich auch, super. Und natürlich Orange Saplings. Aber ihr seht schon, 10 Reis Seeds, beziehungsweise 10 Reissamen. Das heißt also, Reis sollten wir jetzt vorerst erstmal so nehmen und in weitere Seeds umwandeln. Und hier einfach mit weiter anpflanzen, dass wir eine ganze Menge Reis bekommen. Und darüber sozusagen dann gleich die nächste Quest machen, weil das ist Toast. Und Toast bringt Hunger, Hunger, Hunger ohne Ende. Wow, ihr seht es, also jetzt mit wesentlich mehr Pflanzen hat man natürlich auch öfters mal irgendwie was, was man essen kann dann, ne? Zum Beispiel einfach mal auch, dass man die Tomate so essen kann. Warum nicht? Tomaten schmecken auch so ganz gut. Und wie gesagt, wir müssen hier natürlich 25 verschiedene, beziehungsweise 24 verschiedene Sachen immer mal wieder essen. Und dadurch kann man das Ganze dann auch verhindern, ne? Also sprich, dass es, dass man wieder ein paar neue Sachen einfach isst, beziehungsweise einfachere. Wow. Okay. Seeds, die fliegen. Fliegende Seeds. Die nicht in mein Inventar wollen, weil, ach ja, mein Inventar voll ist. Einen Augenblick, ich werde mal ganz kurz ein paar Flaschen Wasser hier hinsetzen und ah, guck, da haben wir Seeds gekriegt. Nice. So wollte ich das doch. Die Reisseeds, die müssen unbedingt wachsen. Die brauchen wir. Reis brauchen wir jetzt. Wir sind auf den Reistrip gekommen. Ist unsere nächste Aufgabe, dass wir jetzt hier, wie gesagt, eine ganze Menge fürs Essen sorgen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Oh, da, ja, nice. Nice, zweimal Reis, wieder umgewandelt und schwupps, jetzt haben wir hier 5 Reisseeds am Laufen. So kann man das Ganze hier doch relativ zügig verdoppeln, verschnellern. Ihr wisst schon, was ich meine. So ist es doch schon ganz schön nice. Draußen ist wieder Tag, das heißt also, wir müssen uns ein wenig, beziehungsweise wir erhitzen jetzt wieder ein wenig mehr auf. Das heißt, nach unten gehen ist jetzt momentan erstmal nicht drin, macht aber überhaupt nichts. Muss man ganz kurz ein bisschen auf die Kiste hier drauf achten. Cool ist auch, dass wir Eier kriegen. Theoretisch könnte ich mir Hühnchen halten dann und die vermehren. Wäre auch eine Möglichkeit, einen Hühnerstall sozusagen zu bauen.
wodurch man dann eine ganze Menge Sachen bekommt. So, noch mehr Reisseeds. Dann machen wir die Quest jetzt mit den Reis und kriegen dadurch sozusagen dann, wisst ihr was? Die nehme ich mal ganz kurz und setze die mal eben hier hin. Dann kann ich die nämlich alle gleichzeitig eben hier mit der Gießkanne bewässern. So, machen wir das noch für ein paar, zwei, drei Minütchen. Und da hinten pflanze ich dann noch. Ah, warte, da habe ich noch eine Seed hier irgendwo bestimmt drin rumliegen. Warum die verschwenden, wenn wir noch eine haben? So, schwupps, lassen wir die da. Und dann nehmen wir noch ein paar schöne, schöne, leckere Sunflower-Kerne. Und die können wir theoretisch auch mit Salz nochmal wieder versetzen, damit wir, wie gesagt, etwas anderes haben zum Essen. Nice. Wieder eine Reisseed. Das können wir erstmal 10 von denen sammeln und dann sammeln wir nochmal 10 und wandeln die dann sozusagen in normalen Seeds um. Aber ihr seht's, mit der Watering Can funktioniert das eigentlich doch relativ gut. Geht auf jeden Fall sehr, sehr zügig. Und wie gesagt, Wasser eigentlich kein Problem mehr, solange wir eine Schere haben, um unsere Bäume hier zu scheren. Wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge dann hier umbauen, dass wir ja die Items auch von mit einer Kiste sozusagen nach unten schicken können. Ich denke mal, das ist dann die Aufgabe der nächsten Folge. Und wenn wir dann das soweit haben, dann haben wir auch theoretisch das Essen hier soweit gelöst. Und dann kann man sich überlegen, ob man noch ein bisschen weiterspielen möchte oder ob man sagt, ja, das ist es eigentlich, weil verhungern können wir nicht mehr, verdursten können wir nicht mehr. Wir haben das Pack eigentlich mehr oder weniger geschafft. Oder ihr sagt, okay, wisst ihr was? Spiel einfach noch ein bisschen weiter. Schau noch mal, was man noch hier erreichen kann. Es gibt hier noch die böse City. Es gibt natürlich noch draußen die Monster, die man noch fighten kann, dagegen sich rüsten kann. Dass man anstatt hier ein Crafting bzw. Überlebenssache draus macht, dass man sagt, dass man so ein bisschen Adventure noch ein bisschen spielt. Wie gesagt, die Städte sind auch ziemlich, ziemlich lustig. Habe ich selber bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe nur davon gelesen, beziehungsweise ein, zwei Screenshots mal gesehen. Soll auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich sein. Also, ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.